Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zur wahrscheinlich letzten Folge von Watch Dogs. Wie gesagt, 100% werde ich wahrscheinlich nicht schaffen. Es tut mir leid, ich würde es gerne machen, aber erstens, Poker ist nicht meins und zweitens, Online-Modus habe ich gar keinen Nerv drauf. Bin ich ganz ehrlich. Und ich bezweifle auch, dass überhaupt der Online-Modus richtig funktionieren würde. Denn zwei Sachen an der Stelle. Mit wem sollte ich überhaupt spielen? Ich habe kaum Freunde, bis gar keine, die das Spiel auch haben. Und zusätzlich glaube ich auch kaum, dass noch die Server stehen, die dafür sorgen würden, dass man das online spielen kann. Von daher... Was war denn mit dem Buddy los? Und? Was gibt's Neues? CTOSE So Leute, jetzt muss ich kurz überlegen, bevor ich hier loslege. Scheiße, ich komme nicht durch die Firewall. Vielleicht hat T-Bone eine Idee. Er hat uns ausgesperrt. Ich muss ihn schnell ausschalten. Ich habe eine Idee, aber beim letzten Mal sind Menschen gestorben. Wenn wir es nicht tun, sterben Menschen. Was ist es? Das gesamte Netzwerk ist mit einem Satelliten verbunden. Als Sicherheitsventil des CTOS. Ich habe einen ganz reizenden Virus. Wirklich böser Schweinehund. Du musst ihn von drei separaten Orten installieren. Was stellt er an? Er schaltet einen Mann aus. Das ist sicher. Das kann hässlich werden. Du hast ja keine Ahnung, Amigo. Melde dich, wenn sie installiert sind. Wir machen das richtig. Dachtest du wirklich, du könntest mich so leicht aufhalten? Enttäuschend! Ich hielt dich für viel klüger. Aber nun sehe ich, dass du genauso bist wie alle anderen. Bestrafung durch Schweigen. Ich werde noch zu einem emotionalen Wrack. Wer weiß, was ich in dem Zustand tun werde. Komm, Aiden. Beeindrucke mich. Was wirst du jetzt tun? Bring mich ins Stolpern. Los. Du bist doch besser. Emir manipuliert die Navigation. Er versucht mich zu bremsen. Konzentriere dich nur auf einen Ort. Alle Einheiten, die US-Scan beendet. Die US-Zugang. An alle, eine Hochleistungspatrouille ist auf dem Weg zu seinem Standort. Ich hätte mir nur merken sollen, wo. Du hast dich mit dieser Hacker-Sache ganz schön angefreundet. Hör doch auf.
Ja, und da sind wir gefallen. Same Gleiser, blöder Helikopter. Also einer bei der Halle, einer da. Und wo ist der letzte? Okay, auf jeden Fall einer bei der Halle. Raus hier. Damien manipuliert die Navigation. Er konzentriert sich nur auf einen Ort. An alle Einheiten, die TOS-Sperren erfolgreich. Verdächtiger lokalisiert und markiert. Verstanden. Eine Hochleistungspatrouille ist auf dem Weg zum Verdächtigen. Feuer, 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 Feu
Ja, gut. Ah, ich werde wohl jetzt gerade mal leider an jeder Ecke mal gerade scheitern. Aber dafür bleibt das auch bestehen, also das Spiel ist ein wenig fair. Hey. Damien manipuliert die Navigation. Er versucht mich zu bremsen. Konzentriere dich nur auf einen Ort. An alle Einheiten, die DOS hat die Verdächtigen lokalisiert und markiert. Wir brauchen hier sofort Priorität-DOS-Zugang. Den Kerl schalte ich aus. Ich brauche Verstärkung. Wir haben Probleme mitzuhalten. Er gibt Notstoff. Achso, für die Polizei lässt das nochmal wieder runter, ne? Hier spricht die Polizei, sofort stehen bleiben! Siehst du, wie smart das Netzwerk ist? Es antizipiert das Problem. Dich. Und behebt es. Fahrt euch doch gegenseitig zu plump, macht das ruhig. Verteidigung ist der beste Angriff. Na, dann wollen wir mal gucken. An alle Einheiten, eine Hochleistungspatrouille ist auf Verdächtigen dran. Verdammt, wo ist der hin? Ah!
alte Nagelsperre! Wir rücken aus. Ich weiß, hätte ich auch noch sauberer fahren können. Wir sehen mal nördlich von eurer Position nach. Und raus aus dem Bereich. Sucht euch entkommen. Sofort ein Täterprofil in Umlauf. Erledigt. Deine Viren sind drin. Okay, dann geht's los. Du musst zurück zum Schwachpunkt, wo wir begonnen haben. Das wird sich für dich öffnen wie... Ach, auch egal. Du hast direkten Zugang zum Satellit. Das ist das Wichtige. Direkter Zugang zum Satellit. Du sagst, das ist der Backup? Und ein bisschen mehr. Sobald du drin bist, drückst du den Abzug. Licht aussehen. Und wenn wir Glück haben und ich so klug bin, wie meine Vita sagt, kannst du Damiens Standort finden. Mehr will ich nicht. Das wird jetzt spannend, Leute. Aiden, hier ist Warte. Die sind Deadset. Wir haben dich beobachtet. Ihr wisst, was du tust. Du durchtrennst die CDOS-Zeitungen. Genieß die Show. Gib uns 30 Sekunden. Wozu? Wir hinterlassen unser Code im CDOS. Wenn das System später neu gestartet wird, kontrolliert Deadset die Maschinen von innen heraus. Wir reparieren, was Bloom zerstört hat. Wir brauchen nur 30 Sekunden. 30 Sekunden? Keiner erfährt was? Unser Geheimnis? Wir werden die Watchdogs sein. Nein, davon habe ich genug. Das werden wir nicht vergessen. Video-Satz satt. Von hier aus kann Tibo und das ganze System rüber. Das hält Damien auf. Ich finde. Der ultimative Blackout. Mit dir. Man könnte dich für Linas Tod verantwortlich machen. Ich frag mich, wer sowas denkt. Hm? Warum da stoppen? Geben wir dir die Schuld. Soweit ich weiß, war der Merlot-Job deine Idee. Ich mache mir jeden Tag Vorwürfe. Für den Plan, weil ich dich traf und nicht aufhielt, als ich die Chance dazu hatte. Das passiert mir nicht nochmal. Ich sehe ein Problem, ich greife ein. Oh ja, dieser Rächer. Hab die Zeitungen gelesen. Im Moment sehe ich dich als Problem.
und ich werde dich kriegen. Ja, ja. Seriously, der Leuchtturm. Der Leuchtturm. Der einzige Ort mit Strom. Das ist Damien. Weißt du noch, als wir das erste Mal unsere Talente kombinierten? Die Pläne, die wir hatten. Wir hatten so viel Elan. Aber es war nie wie jetzt. Sieh dich um. Wir haben eine verdammte Stadt erledigt. Jetzt verbringe ich meine letzten Stunden auf einem Witwengang. So nennt man die Plattform eines Leuchtturms. Den Witwengang. Wusstest du das? Ich nicht. Passt aber. Es sieht aus, als wäre alles bald vorbei. Komm schon. Raschung. Ist das eine Rede, Damien? Hast du noch was zu sagen? Jetzt wissen die, wer ich bin. Das war's? Mehr hast du nicht? Hey, fick dich! Sieh dich an! Du gehst über Leichen, um einen Mafia-Boss zu kriegen. Glaubst du, das geht in Ordnung, weil dein Ziel, was, edel ist? Du hast mit dir gespielt. Darum geht es hier. Mit dir gespielt? Clara ist auch deine Schuld. Deine Nichte auch. Deshalb hast du deine Familie weggeschickt, oder? Die wissen, was du bist. Du spielst ein schönes Spiel. Trotzdem verlierst du manchmal. Bla, bla, bla. Scheiße, ihr labert vielleicht. Hey. Was machst du denn hier? Sorry, Mann. Neuer Auftrag. Schieb sie rüber. Was? Komm, schieb sie rüber. Ihr seid ja lustig. Wisst ihr, ihr beide nehmt alles zu persönlich, das ist euer Problem. Deshalb lief das schief. Ihr könnt ja was lernen, Freunde. Oh, 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 Handy auf. Gib her. Na komm, gib her. Das war jetzt Reflex. Ich weiß nicht, was Damien in diesen letzten Momenten wollte. Den Tod nehme ich an. Ich wollte den Tod eines Mädchens wiedergutmachen. Doch das Ergebnis waren nur aufgedeckte Lügen, korrupte Könige und eine kaputte Stadt. Auch ich bin ein anderer. Ich bin nicht mehr zurück. Weg für diesen Schmeißer weg, möchte ich mal sagen. Ich sehe nach vorn. Alles ist verbunden. Das nutze ich, um zu enthüllen,
sie beschützen. Und wenn nötig, sie bestrafen. Okay, einfach nur cool. Krasse Sache an sich auch einfach, aber ich muss dazu sagen, ich finde es immer noch etwas schade, so dass einige der Nebenaufgaben echt so bockenschwer sind. Was jetzt auf jeden Fall ansteht, sind die Credits noch. Ja, das passt hoffentlich rein. Bürgermeister Rushmore ist tot. Die Polizei hat eine Nachrichtensperre verhängt. Die geleakten Dokumente weisen auf Korruption und enge Verbindungen zwischen dem Rathaus und dem Chicago South Club hin. Beging der Bürgermeister deswegen Selbstmord oder wurde er exekutiert? Heute hat die PR-Chefin von Bloom, Charlotte Gardner, Stellung zu den aktuellen CTOS-Problemen bezogen. Uns war immer bewusst, dass unser CTOS-Netzwerk ein lohnendes Ziel für Hacker darstellen würde. Dies wurde zu einem interessanten Härtetest, um zu beweisen, wie robust unser System ist. Wir sind hocherfreut über das Resultat. Unsere moderne Firewall widerstand den schlimmsten Angriffen. In einigen Fällen schalteten die Systeme automatisch ab, bevor ein Zugriff erfolgen konnte. Ihre persönlichen Daten sind weiterhin sicher. Unser CTOS-Netzwerk läuft ab sofort wieder im Vollbetrieb. Lustig. In einer Welt, in der wir Zeit mit unseren Lieben verbringen, in der Gemeinde aktiv sind und in sicheren Städten leben wollen, hat Bloom Industries auf ihre sehnlichsten Wünsche gehört. Wir befinden uns auf einer Weltreise. Es ist eigentlich ganz cool. Aber jetzt, wenn ich mir nochmal so das müssen durch den Kopf gehen lasse, das ganze Spiel an sich. Es ist ein fantastisches Spiel, auch für die damalige Zeit, wo es rauskam, war es wahrscheinlich weltenbewegend und auch, ja, vorausschauend. Aber, ja, vielleicht ist es nicht ganz das, was Ubisoft damals hätte bringen sollen. Es wäre so ein paar Monate Arbeit reingeflossen noch, dann wäre es vielleicht perfekt geworden. Ich meine, das Minispiel mit dem Poker, bin ich ganz ehrlich, ist halt mein eigenes Ding da. Ich kann kein Poker, ich kenne mich da nicht aus. Deswegen kann ich nur mit Glück da vielleicht gewinnen und das schaffen. Natürlich darf ich darüber nicht reden. Dann. Oder ihren Namen sagen. Nein. Sollen sie auch nicht. Doch so lernten sie Aiden Pierce kennen. Wie ist das? Ja, wie soll ich sagen? Es ist halt, wie es ist. Er versteckte seine, das Spiel ist cool. Online-Modus hin oder her, ja? Finde ich nicht so hundertprozentig relevant. Er ist ein sehr kluger Mann, der in jeder Situation die Oberhand behalten will. Und Sie schreiben ein Buch. Ja, das stimmt. Ich schreibe ein Buch über diese gesamte Erfahrung. Eine Studie über Mr. Pierce. Ich wollte wirklich die komplexe Psyche dieses Mannes erfahren. Das wird sicher faszinierend. Dr. Mendez, Dankeschön. Tja, ja. Dedsec hat jetzt genug. Unsere Warnungen stießen auf taube Ohren. Unser Ruf von Schwächlingen wird stark geschadet. Hört unsere letzte Warnung. Der Tag der Abrechnung kommt. Wir überwachen die Überwacher. Wir sind fähig. Wir sind unaufhaltsam. Wir sind im Krieg. Aus dem Polizeikommissariat heißt es, die Verbrechensrate sei in letzter Zeit mehr und mehr gesunken. Doch dem Mann, der das Recht in die eigene Hand nahm, wird kaum ein Anteil daran zugesprochen. Wie anonyme Quellen mitteilen, sind einige Beamte der Polizei durchaus angetan von der Arbeit des Rächers, dürfen dies jedoch in der Öffentlichkeit nicht zeigen. Es begann mit einer Beweisspur und der Verhaftung von Joseph DiMarco. Doch die Polizei von Chicago versichert, dass ihre Untersuchung in diesem Bereich lange nicht abgeschlossen ist. Nachdem DiMarco sich in allen Anklagepunkten für schuldig erklärt hat, sind nun Beweise aufgetaucht, die den Gouverneur von Illinois mit dem Menschenhändlerring in Verbindung bringen. Nach dem Chaos, das durch eine massive CTOS-Fehlfunktion ausgelöst wurde, dauern die Aufräumarbeiten noch an. Die Stadt erlebte flächendeckende Stromausfälle, Brückenstörungen und Schäden in siebenstelliger Höhe. Das CTOS ist wieder online, doch viele fragen sich, welche Sicherheitsmaßnahmen für ein so komplexes System in einer Großstadt nötig sind. Tja. Ich blute hier. Du? Bei mir geht's. Ich hab noch ein letztes Ding für dich. Maurice hat aufgegeben, jetzt sprudelt das aus ihm raus. Ich schick dir die Location, den Rest musst du selbst machen. So läuft das Business, hä? Ja, genau.
So läuft das Business. Jordi könnte es. Er ist ein sauberer Fixer. Löst alle offenen Probleme. Maurice ist eins von diesen Problemen. Aber eigentlich ist er meins. Er ist der, der auf mein Auto schoss, meine Nichte tötete. Ich würde gerne sagen, dass wir verschieden sind, aber ich weiß es nicht mehr. Wie viele Menschen habe ich verletzt? Getötet? Wer verdient den Tod? Tja. Wer entscheidet das? Eine sehr gute und berechtigte Frage. So, ich gehe mal von aus, wie bei den meisten Spielen. Beleuchten wir mal folgende Situation. Warte mal, ich unterbreche mal kurz an der Stelle, weil ich auch noch was machen muss. Ganz kurz hier auf Bildschirm 2 hatte ich nämlich schon wieder das Fenster von OBS, da geöffnet, dieses ganz komische. Manchmal weiß ich nicht, was da los ist. Also, wir beleuchten mal die Situation. Er selber wurde auch nur beauftragt. Er wurde ziemlich stark in die Mangel genommen von den Leuten, für die er gearbeitet hat. Und er hat noch gesagt, er konnte nicht direkt auf uns oder geschweige denn die Kinder ja schießen. Das ging einfach nicht. Allerdings ist er natürlich trotzdem, jetzt kommen die Pros fürs Erschießen, also die Kontras habe ich aufgezählt, ne? Also das Gegenstück, ne? Die Pros fürs Erschießen sind, er ist schuld, dass seine Nichte tot ist. Er ist schuld daran, dass Clara überhaupt auch tot ist, mehr oder minder, weil dadurch ist das Ganze erst überhaupt entstanden, alles. Er ist da schuld, dass alles so schief ging, ne? Wobei das ja eigentlich auch wieder eher von der anderen Seite kam, ne? Kerle wie wir wissen nie, wann genug ist. Es ist vorbei. Du bist der Letzte. Oh, fuck, Mann. Es gibt keinen Letzten. Jetzt bist du dran. Ich hab dich gewarnt. Diese Kerle sind anders als alles, was du kennst. Es ist vorbei. Nein. Aber jetzt können Sie etwas fürchten. Was verdammt? Was stimmt nicht mit dir? Hä? Du bist erledigt. Verstanden? Wir sind beide erledigt. Erschieß mich, verdammt. Mach schon. Hä? Dann kannst du besser schlafen. Tötest den Mörder deiner Nichte. Schön für dich, du Ficker. Wir sollten es tun. Ja, ich verdiene es. Aber es wird nichts ändern. Wir sollten es wirklich tun. Es wird sich nie ändern. Es wäre so einfach. Einfach nur ein Linksklick. Eins. Zwei. Aber wisst ihr was? 1, 2, 3, 5. Ich wusste es. Wir erlösen ihn nicht von seinem Leid. Ich wusste es. Er muss mit dieser ich wusste es. Sache leben. Und wenn er nicht lebt, dann würde er halt von den anderen geholt.
Maurice lebt in seiner eigenen Hölle. Er ist ein Opfer dieser Sache. Und ich habe genug Tod gesehen. Er bekommt seine zweite Chance. Und ich auch. Lasst es mich nicht bereuen, Leute. Ganz klar gesagt sein. Einerseits, ich würde es natürlich gerne nochmal sehen, was passiert, wenn man ihn erschießt. Ne? Aber ich glaube, dasselbe Prinzip. Man würde ihn erschießen und rausgehen. Und ich meine, wir haben ja den eigentlichen Schuldigen schon zur Rechenschaft gezogen. Ja. Oder die eigentlichen Schuldigen. Aber wisst ihr, was mir dazu sagen bleibt? Jeder, der sagt, dass Ubisoft-Titel langweilig sind oder Ubisoft-Spiele langweilig sein können, ja, ab und zu schon, aber dieses Spiel hat mich wirklich mal immer wieder aufs Neue bewiesen, mir zumindest bewiesen, dass die Wendungen schlagartig kommen können. Aber gut. Was bleibt mir zu sagen? Ich bin froh, dass ich das Spiel durch habe. Dass wir hier überhaupt durch sind. Und ja, falls ihr noch Interesse habt, dass ich das Spiel doch nochmal auf 100% mache, schreibt es mir in die Kommentare, dann werde ich vielleicht irgendwann später nochmal nachholen. Ne? Vielleicht, wenn ich mich mal ein bisschen bezüglich Poker schlau gemacht habe und vielleicht den einen oder anderen Freund habe, damit mir die Online-Chose da durchzieht. Aber die Session dann noch machen. Ansonsten sage ich da an der Stelle einfach, nein, ich lasse es gut sein und lasse das hier als 100% gelten. Genauso auch das Thema mit den Soundtracks. Ich werde die restlichen 8, 9 Soundtracks, keine Ahnung wie viel es noch waren, auf sicher nicht mehr finden. Von daher, was soll's, ne? Aber gut, wir sind auch ordentlich weit gekommen da in der Hinsicht. Also alles in allem können wir das als, ja, sagen wir mal, symbolische 100% abstempeln. Gesamt gesehen 100% sind es natürlich wiederum leider nicht, logischerweise. Ne? Das ärgert mich ja auch noch immer bei Just Cause. Die von den Entwicklern nicht berücksichtigten Objekte wieder auf die Map zu packen oder zu korrigieren, ne? Weil daran lag ja auch, dass wir die 100% nicht erhalten haben. Weil es fehlt ein Wasserturm zu zerstören, der ist halt unter der Map geklitscht oder so. Es fehlen die Sammelobjekte, die unter der Map geklitscht sind oder über die Map, was weiß ich. Jedenfalls können wir die nie und never erreichen mehr. Da führt halt auch kein Weg dran vorbei. Ne? Deswegen auch hier an der Stelle sage ich, es ist ein theoretisches 100%, ne? Praktisch gesehen nur ein so und so 4% Spiel. Wenn ihr es auf 100% spielen möchtet, empfehle ich euch, sucht euch ein paar Kumpels, die das Spiel auch auf 100% spielen möchten. Spielt dann den Online-Modus als allererstes, ne? Nachdem ihr halt die Story soweit gemacht habt, bis dahin, wo ihr es machen müsst, ne? Und dann spielt ihr jeder für euch den ganzen restlichen Kram. Was mir nur noch zu sagen bleibt, ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich dafür, dass ihr dieses Projekt so fleißig verfolgt habt, so fleißig auch unterstützt habt, dass ihr auch jeden Part großartig geguckt habt. Für alle, die das hier in Zukunft gucken, danke überhaupt, dass ihr meinen Kanal so fleißig unterstützt und diese Videos auch nach wie vor guckt. Und ich bin ganz ehrlich, ich will jetzt nicht melodramatisch klingen, aber sollte ich einmal nicht mehr sein und ich sollte Kinder haben, sofern ich da welche habe, mit meiner besseren Hälfte zusammen, bitte lasst weiterhin Unterstützung hier auf dem Kanal da, weil ich werde versuchen, das irgendwie hinzukriegen und hinzubiegen, dass die Einnahmen, die durch diesen Kanal generiert werden, zusätzlich zu dem Geld oder zu dem Konto fließen, also in Zukunft, wenn ich nicht mehr sein sollte, dass das dann halt übertragen wird auf, ja, die Finanzen meiner Kinder. Also wie das
dann funktioniert. Das muss man dann mal gucken. Aber ich habe halt viel nachgedacht und viel überlegt, was mache ich mal, wenn ich nicht mehr bin. Also einerseits mit meinen Spielen, mit meinen ganzen Equipment, USB und auch mit meinen anderen Sachen, wie zum Beispiel Social Media und so. Vieles davon werde ich einfach großartig, sofern relevant, an meine bessere Hälfte, sofern sie länger lebt als ich, weitergeben, unter anderem weiterleiten an meine Kinder. Ne? Werde auch dafür quasi eine Art Gebrauchsanweisung weitergeben. Ne? Und wer weiß, vielleicht werden meine Kinder auch selber Social Media machen, selber YouTube machen. Vielleicht werden sie auch diesen Kanal hier übernehmen. Vielleicht wird dieser Kanal auch einfach sich auflösen. Ich weiß es nicht. Ne? Warum mir das jetzt gerade durch den Kopf geht, vielleicht einfach wegen der dramatischen Szenen, die jetzt gerade zum Ende hin einfach gelaufen sind. Ne? Ich meine, es ist jetzt so viel Trauriges gerade zum Ende passiert. Dass der Part übrigens auch so lang wird, das ist jetzt auch beabsichtigt, bevor jetzt jemand sagt, ey, du machst jetzt gerade schon wieder mehr als 40 Minuten, ist mir gerade mal Wumpe. Ich muss ganz ehrlich sagen, also alle, die ihr da draußen seid, fangt was mit eurem Leben an, ne? Überlegt immer ganz stark darüber, was ihr machen wollt, ne? Was ihr erreichen wollt, USW. Weil ich kann nur sagen, lebt euer Leben immer so, wie ihr es leben wollt. Erreicht eure Ziele und sollte es nicht so laufen, wie ihr es mal geplant habt, seid trotzdem froh über eine Möglichkeit. Ne? Chancen hat man genügend. Die zu ergreifen, das ist das Erste, was man machen sollte. Das macht mir alles Bauchkrummeln, Leute. Ich meine, ich bin jetzt pauschal gerechnet. Wenn es hochkommt. Ne, maximal noch 70 Jahre auf der Welt. Vielleicht ein bisschen weniger, vielleicht ein bisschen mehr. Man weiß es nicht. Man kann es nicht planen. Ne? Und ich sag mal so, vielleicht werde ich maximal 30 Jahre noch oder vielleicht 40 Jahre davon noch hier auf YouTube herumgeistern. Einfach, erstens, weil mir einfach das Hobby Gaming so am Herzen liegt. Anime sowieso auch, aber Anime kann ich nicht viel zu machen. Das lasse ich lieber den guten YouTube-Kollegen Ninotaku und Co. machen, weil die haben da größere Ahnung, ne? Und haben da auch ein besseres Format bisher geliefert. Ich sag mal so, ich mache das hier wirklich hobbymäßig und wenn ich sowas machen würde wie Ninotaku und Co., dann hätte ich gar keine Freizeit mehr und die will ich mir noch irgendwo privat auch bewahren, ne? Weil ich meine, wie gesagt, ich habe Freunde, ich habe Familie, ich habe überhaupt auch mein Privatleben mit meiner besseren Hälfte. Und das will ich nicht missen. Um nicht zu sagen, oder ganz einfach zu sagen, wenn ihr in Zukunft meine Videos guckt oder jetzt gerade aktuelle Projekte guckt, die jetzt gerade laufen, denkt immer daran und blickt auch immer mal zurück oder voraus auf meinen Kanal. Was ich alles schon gemacht habe, was ich alles geplant habe, was vielleicht auch nicht geworden ist, wo ich vielleicht auch komplett abgebrochen habe. Ich weiß auch, dass ich viele Projekte noch auf Halde habe. Ich meine, seht es mal so, ich habe zum Beispiel Super Meat Boy, was ich noch beenden muss. Ich habe Militant, was ich noch beenden muss. Dann habe ich noch Minecraft, was ich einfach mal komplett spielen wollen würde, also wirklich von vorne bis hinten den in einem
Spiel Ark fällt darunter. Dank Ihnen hatte das CTOS ein erfolgreiches Jahr. CTOS Chicago setzt Maßstäbe. Wir sind stolz, in mehrere große Städte des Landes und in die ganze Welt zu expandieren. Es gibt nichts Besseres, um die Stadt an ihre Türschwelle zu holen. Freuen Sie sich auf CTOS 2.0. CTOS, die Zukunft ist ein Tastendruck entfernt. Ja. Das werden wir übrigens auch bald kennenlernen, CTOS 2.0. Und ja, wie ihr seht, Fortschritt 89%. Wenn wir jetzt, wie gesagt, noch die ganzen Online-Dinger hätten und ich gehe mal von aus, alle Song-Sneaks und das Poker, dann wären wir wahrscheinlich durch. Alle Audio-Leaks natürlich auch. Aber ja, das war es dann gewesen. Also wie gesagt, ich bin einfach ermüdet, was das ganze Gegeneinander kämpfen in Videospielen anbetrifft. Klar werde ich ab und zu nochmal sowas bringen. Vielleicht einfach aus Just for Fun, so am Wochenende einfach so eine hochladen. Weiterhin den Rächer, ne? Aiden Pierce. Die Bürger Chicagos jedoch holen Pierce zu. Mit so viel öffentlicher Unterstützung haben die Polizeibeamten Schwierigkeiten, Tipps zu seinem Aufenthalt zu bekommen. Ja. Was bleibt mir da nun noch zu sagen, außer dass wir einen kleinen Spaziergang machen. So, ich glaube, ich hoffe, ich habe es abgeschaltet. Wenn ich so überlege, können wir auch irgendwie schleichen? Gab es eine Schleichtaste? Ah, alt. Wow, hätte ich mal früher wissen dürfen. Naja, aber wie gesagt, es war auf jeden Fall ein sehr schönes Spiel. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich nochmal das Gefühl hatte, dass ich mich in einem Spiel so richtig verloren habe. Aber, ja. Ich kann nur so viel sagen. Watch Dogs hat mir auf jeden Fall mal wieder gezeigt, wie schön ein Spiel auch sein kann, wenn man sich drauf einlässt. Gut, aber bevor ich hier den Part unnötig in die Länge ziehe, ne, was mir nur noch zu sagen bleibt, das war auf jeden Fall Watch Dogs, ne? Lasst auf jeden Fall viel Liebe in den Kommentaren da, auch in den vorigen Parts. Bedenkt, wie gesagt, 100% hätte ich ganz gerne erreicht, war leider durch obligatorische Probleme nicht möglich. Also ich hätte viel früher das mit den Songs anfangen müssen zu sammeln. Ich hätte die ganzen Nebenaufgaben viel schneller und viel früher absammeln müssen. Ich hätte viel früher auch dran denken müssen, okay, Online-Modus versuchen, wenn nicht möglich, dann okay, ist halt so. Aber wenigstens versuchen, ne? Naja. Was mir jetzt noch bleibt, aus Langeweile alles hacken, was mir unter die Flinte kommt, aber wissen, dass man die Musik jetzt auch nicht mehr vollkriegt. Ich meine, gut, es sind wirklich nur noch 9 Songs gewesen, ne? Und das eine Pokerspiel wäre es gewesen, dann hätten wir wahrscheinlich alles durchgehabt, zumindest was Singleplayer betraf. Aber ich bin ganz ehrlich, und da möchte ich auch beibleiben, das war, Leute, das war Watch Dogs. Von daher, ich verabschiede mich mit diesem mehr oder minder Sonnenuntergang. Bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen, fürs Sammler und Arbeitern. Und ich würde sagen, man sieht und hört sich wahrscheinlich im nächsten Projekt. Oder vielleicht in einem nächsten Part wieder. Ich weiß es noch nicht. Von daher, bis uns mal. Haut rein. Habt eine schöne Woche. Habt schöne Tage. Ich bin raus. Euer Saus. Haut rein. Und ciao. Tschüss.